Learning Analytics, oder auch kurz LA, ermöglicht eine systematische, evidenzbasierte Verbesserung der Lern- und Lernqualität. Aus Sicht der Lehrenden kann mit Learning Analytics ein evidenzbasierter, forschungsgeleiteter Zugang zur Lehre geschaffen werden. Konkret können Hypothesen zum eigenen Lehrhandel datengestützt, visualisiert, aufbereitet und somit be- oder widerlegt werden. Dies kann zu einer Reflexion der eigenen Lehrtätigkeit anregen und zu einer iterativen Überarbeitung von Lehrveranstaltungsdesigns führen. Aus Sicht der Studierenden bekommen diese durch Learning Analytics ihr Lernverhalten rückgespiegelt und können sich mit ihrem individuellen Lernergebnis innerhalb einer Kohorte verorten. Dadurch kann über das eigene Lernen reflektiert und dieses angepasst werden. Doch die Technologie selbst versichert keine qualitätsvolle Lehre. Die Wirkung der LA-Tools hängt im großen Maße vom mediendidaktischen Design ab. In diesem Video wird ein didaktisches Design für die Einbindung von LA-Tools in die studierendenzentrierte Lehre vorgestellt. Dabei werden Praxisbeispiele gegeben und die unterstützenden Funktionen von Learning Analytics mediendidaktisch begründet. Doch starten wir mit einer Frage. Wie müssen Lehrpersonen ihre Lehrveranstaltung umsetzen, damit sie optimal für Learning Analytics geeignet ist? Einige Antworten dazu liefert Christoph Winter. Zunächst gibt es eine ganz pragmatische Voraussetzung, um Learning Analytics in einer Lehrveranstaltung einsetzen zu können. Studierende müssen Daten oder eigentlich konkreter Lernspuren in einer virtuellen Lernumgebung hinterlassen. Ohne Daten gibt es auch keine Visualisierungen. Wichtig ist aber, dass es sich dabei um für den Lernprozess sinnvolle und konstruktive Daten handelt, also Daten, die direkt mit dem Lernprozess zu tun haben. Zum Beispiel die Ergebnisse einer Wissensüberprüfung oder eines Selbsttests. Das entspricht auch dem Prinzip der Datensparsamkeit. Das Ziel von Learning Analytics ist nämlich nicht, so viele Daten wie möglich zu sammeln, sondern nur jene Daten zu sammeln, die für die Analyse des Lernens bedeutsam sind. Dann muss natürlich auch das didaktische Design der Lehrveranstaltung zum Einsatz von Learning Analytics passen. Und wir haben uns dafür entschieden, Learning Analytics im Rahmen unserer Lehrveranstaltung auszuprobieren, die mit vielen Flipped Classroom-Elementen arbeitet und die sich daher wunderbar für den Einsatz und die Erprobung von Learning Analytics eignete. Warum, möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Ein Flipped Classroom setzt eine aktive, selbstbestimmte und selbstregulierte Rolle der Lernenden voraus, ganz ähnlich zum Einsatz von Learning Analytics. Das gilt insbesondere für die Online-Phasen, in denen die Studierenden, bedingt durch ihre Arbeit auf der Lernplattform, digitale Lernspuren hinterlassen. Diese aktive Rolle der Lernenden ist die zweite Voraussetzung für einen sinnvollen Einsatz von Learning Analytics. Zuletzt, und darüber wird meine Kollegin Tian-Tian Tang gleich im Anschluss berichten, ist vor allem auch die gegenseitige Kommunikation zwischen Lehrenden und Lernenden entscheidend, die wechselseitig aus den visualisierten Daten resultiert. Das ist jetzt alles noch recht abstrakt. Wie genau diese Voraussetzungen im Lehrveranstaltungsdesign eingesetzt werden, möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Zunächst wenden wir uns der Selbstlernphase zu, also jener Phase, in welcher sich Studierende auf die Präsenzphase vorbereiten und eben auch Lernspuren hinterlassen. Wir haben das so umgesetzt, dass sich Studierende entlang eines semesterübergreifenden, problembasierten Projektes unterschiedliche Inhalte aneigneten und diese freiwillig durch verschiedene Selbsttests überprüfen konnten. Das eröffnet viele Möglichkeiten. Studierende bekommen durch den Selbsttest direkt Feedback zum eigenen Lernstand. Sie wissen dadurch, was sie bereits können und wo unter Umständen noch nachgeschärft werden muss. Diese Rückmeldung kann durch ganz einfache Visualisierungen passieren und die Studierenden haben die Möglichkeit, ihr Lernen dementsprechend anzupassen. Die summierten und anonymisierten Daten geben wiederum der Lehrperson die gleiche Rückmeldung. Welche Inhalte wurden verstanden und welche Inhalte sollten noch einmal aufgegriffen werden? Und hier kommt der entscheidende Punkt, warum Learning Analytics gerade im Flipped Classroom sinnvoll ist. Lehrende können durch die Ergebnisse gezielt auf Verständnisschwierigkeiten reagieren. Das heißt, Learning Analytics ermöglicht durch sinnvolle Visualisierung der Lerndaten eine flexible Anpassung der Präsenzphase. Eine Präsenzphase, die auf den Lernstand der Studierenden abgestimmt ist. Das entspricht schon ganz gut dem Inverted Classroom Mastery Modell, eine Spielart von Flipped Classroom, das auch die Grundlage unseres Lehrveranstaltungsdesigns darstellt. Man muss hier nur hinzufügen, der Einsatz von Tests oder Selbsttests muss bewusst abgewogen werden. Verknüpfe ich die Tests mit der Leistungsüberprüfung, untergräbt das wiederum ein Stück das selbstbestimmte und selbstregulierte Lernen. Dann lerne ich unter Umständen nicht mehr, weil die Inhalte so interessant sind oder weil ich eine spannende Aufgabe zu erledigen habe,
sondern weil es für den Test Punkte gibt, die für die Endnote ausschlaggebend sind. Die Motivation, sich mit den Inhalten zu beschäftigen, hat dadurch eine ganz andere Qualität. Deshalb waren die Tests bei uns auch freiwillig, also ganz klassische Selbsttests. Die vorhin angesprochenen summierten und anonymisierten Daten wurden den Studierenden visualisiert zurückgespielt, sodass diese ihr eigenes Lernergebnis im Kontext der Kohorte reflektieren konnten. Nach der Umsetzung mittels Flipped Classroom kann weiters über die Interpretation der Daten oder Visualisierungen und die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden gesprochen werden. Wie datengestützte Kommunikation aussehen kann, klärt Tian Tang. Die datengestützte Kommunikation erkläre ich jetzt mit der folgenden Veranschaulichung. In diesem Bild werden die Interaktionen zwischen Lehrenden und Lernenden anhand von Daten anschaulich und prozesshaft dargestellt. Dabei sind vier Momente zentral. Die werden im Bild gekennzeichnet mit A, B, C und D. Zunächst zu Moment A. Die lernbezogenen Daten regen die Studierenden zu einer Analyse und Selbstreflexion an. Moment B. Die Lehrenden bekommen sowohl die Daten über die Lernaktivitäten der Studierenden als auch deren Selbstreflexion. Das ermöglicht der Lehrpersonen, personalisierte Feedback zu geben und, wenn nötig, ihre didaktische Planung anzupassen. Weiter zum Moment C. Nachdem die Studierenden ihren Lernprozess reflektiert und eventuell Feedbacks von den Lehrenden erhalten haben, können sie selbst entscheiden, ob sie ihr Lernverhalten verändern wollen. Und schließlich Moment D. Durch die Interaktionen entstehen Veränderungen. Sowohl die Studierenden als auch Lehrende beeinflussen den ganzen Lehr-Lern-Prozess. Dies führt zu neuen Daten und es entsteht ein neuer Reflexionszyklus. Anhand von Daten über den individuellen Lernprozess sowie mit Hilfe der anonymen Daten über den Gesamtzustand, zum Beispiel Durchschnittswert, können die Studierenden angeregt werden, ihren Lernzustand zu analysieren und sich in der Kohorte zu verorten. Durch eine Reflexion über ihr eigenes Lernverhalten und ihren Lernprozess kann die Eigenverantwortung der Studierenden für die Selbstbestimmung des Lernens steigen. Dies kann sie anregen, individueller und einzigartiger Lernwege zu finden. Die Lehrpersonen analysieren prozesshaft auf der Grundlage der gesamten Informationen die Lernaktivitäten der Studierenden und versuchen, das Lernverhalten zu verstehen. Anschließend können sie ihre Unterstützungsangebote gezielter anbieten. Nicht nur Lehrende bestimmen die ganze Lehrumgebung, auch Studierende beteiligen sich daran. Und so wird Lehre gemeinsam gestaltet und kontinuierlich weiterentwickelt. Da der Erkenntnisgewinn aus den Daten individuell unterschiedlich ist, können gleiche Daten bzw. Datenvisualisierungen zu unterschiedlichen Veränderungen führen. Das hat mit der Verarbeitungstiefe, also mit der Qualität der inhaltlichen Auseinandersetzung mit den Daten zu tun. Die Freiheit der subjektiven Interpretation ist entscheidend für die datenbasierte Kommunikation. Die lernbezogenen Daten sind auf keinen Fall die endgültige Diagnose, sondern sollen Anlass zu Anregungen bieten. Es wird erwartet, dass die Interpretierenden ihr Lehr- und Lernverhalten selbst einschätzen und in Zukunft verändern könnten. Die individuelle Auslegung ist entscheidend für das selbstbestimmte Lernen. Abschließend ist zu betonen, dass die Verwendung von Learning Analytics allein zum Selbstzweck nicht funktionieren wird. Der Einsatz von LA-Tools unterstützt den Lernprozess nicht automatisch. Im Kern liegt vielmehr ein gut gewähltes didaktisches Konzept mit genug Freiheitsgraden und der Möglichkeit des selbstgesteuerten Lernens in der jeweiligen E-Learning-Plattform. Learning Analytics ist derzeit in der hochschuldidaktischen Praxis nicht verankert und befindet sich noch am Anfang. Zukünftig wird es weitere Projekte und Forschung benötigen, um LA nachhaltig in der Praxis zu verankern. Die nächsten Jahre werden zeigen, wie Learning Analytics zum Zweck des Studienerfolgs qualitätsvoll eingesetzt werden kann.